1 Live Talk Radio 0800 220 5050. Domian im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. Ja, Leute, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Donnerstagnacht haben wir jetzt. Das ist die vorletzte Sendung vor unserer kleinen Kreativpause. Dann gehen wir nämlich in die Weihnachtspause. Schön, dass ihr da seid. Und schön, dass wir wieder reden können heute Nacht über jedes Thema, das euch interessiert. Also wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann ruft an 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Sonja. Ist richtig, ja? Und die Sonja ist 32 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Hier ist Sonja. Ja, hallo Sonja. Um was geht's bei dir? Also ich rufe an, ich bin jetzt seit 4 Jahren mit meinem Freund zusammen. Mhm. Und irgendwie klappt das irgendwie sexuell nicht so zwischen uns, weil ich ziemlich verklemmt bin. Und ich kann da auch nicht so über meine Wünsche sprechen. Klappt es schon immer nicht gut sexuell oder nur die letzte Zeit? Also eigentlich schon immer so. Klar, wenn man verklemmt ist, ist man schon immer verklemmt. Ja, genau. Das habe ich von meinem Elternhaus mitbekommen. Ja. Weil die haben immer die Sexszene im Fernsehen umgeschaltet. So. Gut, da kann man natürlich, lernt man nichts. Ja, genau. Also ich bin da ein bisschen verschlossen für die ganze Sache irgendwie so. Ne? Ja. Wo hapert's denn? Wo ist denn das Problem am größten? Ja, dass ich nicht so über meine Wünsche sprechen mag, so was mir jetzt gefällt und so. Ja. Wir kennen uns jetzt schon ziemlich lange so. Und ja. Naja, 4 Jahre. So weit, dass es eventuell eine Trennung eventuell sein könnte. Ja. Ich weiß nicht, ob das ein Trennungsgrund sein könnte. Das kann natürlich ein Trennungsgrund sein. Aber dann erklär mir mal ein bisschen näher und eingehender, wie sehr das jetzt schon eskaliert ist, das Problem und auch dann die Stimmung in eurer Beziehung. Also es ist so weit, dass wir ganz selten miteinander schlafen. Wie oft? Also jetzt eigentlich gar nicht mehr. Seit wann schon nicht mehr oder gar nicht mehr? Ja, seit einem Monat ungefähr schon nicht mehr. Mhm. Naja, das geht ja noch. Ich dachte jetzt, du hättest gesagt ein Jahr. Nee, so lange nicht. Nee. Er würde immer wollen? Nee, überhaupt nicht. Also von ihm kommt das gar nicht. Er sagt auch gar nichts mehr dazu. Ach so, von ihm kommt es auch nicht? Nee, gar nicht mehr. Warum nicht? Das weiß ich nicht. Also, er will nicht und du willst auch nicht? Doch, ich will schon, aber irgendwie klappt es nicht. Also du machst ihn an, du versuchst an ihn ranzugehen. Ja, genau. Und genau. Er wehrt es ab. Ja, genau. Ah, dann haben wir jetzt ein doppelgleisiges Problem. Einmal deine Verklemmtheit, ja. Worüber wir noch reden können. Ja. Und die andere Sache ist, dass er offensichtlich auch überhaupt gar kein Interesse mehr hat an Erotik und Sexualität. Ja, also er sagt immer, er hat da gar keine Lust mehr zu oder so. Liegt das jetzt wiederum daran, dass du ihm, ich sag's jetzt mal so ganz provokant auch, dass du ihm vielleicht zu langweilig bist? Oder liegt es daran, dass einfach die Luft bei euch raus ist? Also das denke ich auch schon, dass ich ihn nicht sexuell gar nicht reizen kann und so, ne? Oder so, dass es vielleicht daran liegt. Wie war das denn so die ersten Jahre? War das eher so die 0815-Geschichte? Ja, ganz schnell, also eine ganz schneller Geschlechtsverkehr eben halt. Schneller Geschlechtsverkehr. Ohne Vorspiel und so. Es gab keinen lang andauernden, schmutzigen Sex zwischen euch beiden? Nee, überhaupt nicht. Nie. Ja. Also alles wirklich so, wie man das in der Zack-Zack-Methode sich vorstellt. Ja, genau. Mhm. Also ich weiß nicht, ob ich ihn zu langweilig bin, das weiß ich halt nicht. Wenn du das schon so sagst, so, ich meine, das weiß ich natürlich nicht. Also ich denke da schon drüber nach, dass die anderen Frauen, mit denen er zusammen war, vielleicht attraktiver waren und so. Ne? Ja. Hast du denn den Eindruck oder die Vermutung, dass da vielleicht sogar irgendwas anderes läuft bei ihm? Mit einer anderen oder ja. So? Das weiß ich nicht, ne? Also ich habe letztens mal ein Kondom bei ihm, hatte er ein Portemonnaie gehabt, ja. Was im Nachtschrank lag. Und da habe ich schon zu ihm gesagt gehabt, ob das jemand anders, ob er da mit jemand anders was vorhat. Ne? Ja. Und, was sagt er? Nee, das wäre für uns bestimmt gewesen, aber dann verstehe ich nicht, warum das Kondom erst im Nachtschrank lag und ja. Nachher war es in seinem Portemonnaie gewesen. Ja. Da habe ich gleich gesagt gehabt, soll das für jemand anders sein? Also wenn doch bitte schön nur für mich, habe ich dann gesagt gehabt. Ich bin so ein bisschen irritiert die ganze Zeit, Sonja, über den Ton, wie du mir das so erzählst. Ja, ich bin auch ein bisschen... Es stimmt schon, was du mir erzählst, ja? Mhm. Ja, es klingt so ein bisschen wie Satire, aber das ist schon ernst gemeint. Doch, ist ernst gemeint. Ja, dann bin ich ja beruhigt. Als du bist ja 32, sagte ich, ja, genau. 32, genau. Wie lief denn das vorher so mit den Männern, zwischen dir und den Männern?
Also mein erster Freund Marco hat mich deswegen verlassen gehabt, weil das sexuell nicht geklappt hat. Mhm. Und jetzt habe ich halt, wie du gerade schon sagtest, dass ich ihn eventuell zu langweilig bin. Das ist wieder Schluss. Ihr wohnt zusammen? Also wir, ich bin die meiste Zeit bei ihm. Ja. Mhm. Läuft denn so der normale Alltag gut? Doch, der läuft sehr gut. Der läuft gut. So, jetzt hast du gerade am Anfang so beiläufig gesagt, so in etwa, ich weiß nicht mehr genau die Formulierung. Ich kann das nicht so machen, was, und ich traue mich nicht gemäß meinen Wünschen in sexueller Hinsicht zu leben. Das heißt, im Kopf laufen da schon Fantasien ab bei dir. Doch, da laufen schon Fantasien ab, die ich nicht so zeigen kann. So, ne? Ja. Was wäre denn so eine Fantasie, die man hier so in aller Öffentlichkeit auch erzählen kann, was du gerne mal machen würdest wollen? Ja, mit Vorspiel oder so, dass er sich mehr Zeit nimmt und so und auch mal ein Vorspiel macht oder so. Ne? Aber das liegt ja dann nicht an deiner Verklemmtheit, dass das nicht funktioniert, sondern es liegt daran, dass er es nicht tut. Ja, genau, er macht es nicht. Ne? Aber am Anfang hast du was erzählt von deiner Verklemmtheit. Wo ist denn deine Verklemmte? Wozu bist du verklemmt? In welcher Richtung? Also das weiß ich nicht. Also er sagt ja auch immer, dass du eigentlich verklemmt bist oder so. Und es ist ja auch so durch meine Erziehung. Ja gut, aber dann kann ich ja fragen, wenn du verklemmt bist, was du gerne mal machen würdest wollen, was du dich nicht traust, weil du dich vielleicht so sehr schämst oder weil es dir unangenehm ist und dir peinlich ist. Ja, also ganz normaler Geschlechtsverkehr mit Vorspiel oder so eben halt dann so, ne? Ja, also das Vorspiel, das ist doch immerhin eine wichtige Sache, ne, für dich. Ja, das macht er einfach nicht so, ne? Mhm. Kann das denn sein, dass ich ihn zu langweilig im Bett bin oder so, oder... Ja, ich weiß ja nicht genau, wie das bei euch abläuft. Er macht es nicht. Warum machst du denn das nicht? Warum forcierst du das Vorspiel denn nicht? Ja, ich streichel ihn ja, aber er streichelt mich dann nicht. Ne? Mhm. Er will dann nur ganz schnell eindringen und das war's dann. Ne? Hast du ihm das denn so auch schon mal gesagt? Das habe ich ihm schon mal gesagt. Er meinte ja auch keinen Bock oder keine Lust oder so. Oder mhm. Habe ich bei meinen anderen auch nicht gemacht und so. Und. Aber er hat ja mit Sicherheit auch seine sexuellen Bedürfnisse. Ja, er befriedigt sich dann selber neben mir und macht sich das dann eben halt alleine. Ja, das ist ja auch nur keine Lösung für die Dauer und auf Dauer. Ich weiß deswegen nicht, ob das ein Trennungsgrund ist oder so, weil da nicht mehr viel läuft. Ja. Also ich habe den Eindruck, ich stoche da jetzt wirklich ein bisschen so im Nebel bei euch rum. Ich werde da nicht so ganz schlau draus. Einmal höre ich, dass er wohl auch so auf Sparflamme läuft, aber du sagst, du bist verklemmt, kannst mir das aber nicht richtig erklären, wo du verklemmt bist. Ja. So ganz klug werde ich nicht aus der Sache. Aber ich was ich schon verstehe, ist, dass da zwei Leute sind, die sind 4 Jahre zusammen. Ja, genau. Die mögen sich, sagst du. Ja, genau. Die auch ihren Alltag gut geregelt bekommen. Aber das klappt im Bett sexuell nicht. Also ich war ja auch schon mal wegen der Geschichte in der psychologischer Behandlung gewesen. Ja. Und die hat dann gesagt, meine Eltern hätten ja wohl mehr als hinterm Mond gelebt, ne? Ja, so. Gut. Damit kann man ja erstmal auch noch nicht so viel anfangen. Da muss ja noch ein bisschen mehr kommen als nur so eine Diagnose. Ja, genau. Ich finde, es geht darum, dass ihr beide zusammen eine Klärung finden müsst. Ja, genau, wenn du schon sagst, ich bin ihm zu langweilig. Also vielleicht. Hast du ihn das schon mal so klar gefragt? Hier, bin ich dir zu langweilig? Nee, das habe ich noch nicht gemacht. Wäre ja zum Beispiel meine Idee. Also ich habe auch Angst, mich von ihm zu trennen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja. Wenn es nicht mehr geht, dann geht's nicht mehr. Meine erste Beziehung mit meinem ersten Freund Marco hieß der, der hat zum Schluss zu mir gesagt gehabt, also er kommt mit seiner Sexualität gar nicht mehr klar, seit er mich kennt. Ne? Ich würde euch dringend raten, wenn du deinen Freund dazu bewegen könntest, wenn ihm das etwas wert ist, dass ihr mal ein paar Mal zu einer Beratung geht. Zu einer Beratung, ja, das wäre auch nicht schlecht. Ja. Da ihr beide offensichtlich nicht so viel redet. Nee, wir können nicht reden und er blockt dann auch ab und will dann auch nicht reden darüber. Ja. Aber mich belastet das sehr, ne? Weil er schläft gar nicht mehr mit mir und irgendwie ist dann eine Beziehung, finde ich, beendet. Ja, ne? Also da ihr beide nicht so richtig miteinander reden könnt, wie du es auch gerade gesagt hast, wäre es genial, wenn ihr mit einer dritten Person ins Gespräch kämt. Ja, genau. So, und jetzt wirst du mit meiner Psychologin noch eine Weile reden. Ja, genau. Insbesondere dahingehend, dass sie dir ein paar Anlaufadressen in deiner Umgebung vermittelt. Ja, genau. Und dann kannst du deinem Freund das vorschlagen, ob er das machen möchte. Ich würde sagen, ihr habt nichts zu verlieren, macht das ganz einfach. Ja, genau. So, jetzt legst du auf und die Elke ruft dich zurück, Sonja. Okay, die ruft mich zurück, also kann ich jetzt auflegen. Du kannst jetzt auflegen, genau. Mhm. Okay, tschüss, Domian. Alles Gute, tschüss. Es klang irgendwie seltsam. Ist euch das auch so gegangen? Es klang irgendwie immer so ein bisschen wie... als würde sie so ein Schmunzeln im Mund haben. Ich weiß es nicht, vielleicht täusche ich mich auch. Conny, 35 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo, ist interessant, dass du eben sagtest, es
also, warte mal, ich muss mal in den Fernseher. So wär's gut, ja. So. Dass du eben sagtest auch, du glaubst der Frau nicht ganz, weil genau das war eigentlich das, was ich vorgestern hatte, warum ich angerufen hatte. Und zwar hatte da ein Mann angerufen, der gesagt hat, dass sein Vater sich am Morgen umgebracht hatte. Und da dachte ich wirklich zuerst, der spinnt. Also ich dachte erst, der redet so, ja, emotionslos. Ja, nein. Ich habe das ja auch während der Sendung dann gesagt. Das ist meine Erfahrung wirklich mit Leuten, die einen schweren Schock erlebt haben. Und das hatte er erlebt. Dass sie, und dieser Mann hatte den ganzen Tag Hyperstress gehabt, um das alles zu organisieren. Ja. Da redet man völlig anders, als vielleicht, wenn man mit ihm in 3 Wochen reden würde. Ja, und darum geht's ja eigentlich auch bei mir, weil mir ist dann eigentlich erst klar geworden, als ich so ein leicht wahnsinniges Lachen irgendwann bei ihm, so ein ganz leises Lachen gehört habe, dass das wirklich wahr ist, weil bei mir ist es halt so, mein Freund, der hat sich vor 3,5 Jahren vor meinen Augen erschossen und da war das halt auch so, dass ich in so einem Schock war und das ging sogar über Monate hinweg, also das haben mir, ich kam ja dennoch ins Krankenhaus und die Psychologen haben mir auch gesagt, also der emotionale Schock kann sogar Jahre anhalten unter Umständen. Ne? Entschuldige, wenn ich unterbreche, der hat sich vor deinen Augen erschossen? Ja. Ins Gesicht geschossen oder was? Also er hatte halt die Waffe vorne schon drin, was ich halt nicht wusste. Er kam hier in die Wohnung gestürmt und es war halt so, ich hatte mich von ihm getrennt. Und er hat halt die ganze Zeit versucht, mich noch zurückzukriegen. Ja. Also die letzten Wochen waren der reinste Horror. Und dann hat er sich unheimlich mit Kokain zugeknallt. So. Und ich denke auch ohne das Kokain. Hatte er denn in diesen Wochen auch schon Andeutungen gemacht, ich bringe mich um, wenn wir nicht wieder zusammenkommen? Ja, also das Schlimme war ja, ich war 10 Jahre mit ihm zusammen und er hat schon seit frühester Jugend, da habe ich auch mit seinen Eltern später darüber gesprochen, hat er gemerkt, was er für eine Macht besitzt über die Menschen, wenn er halt sagt, er bringt sich um. Das heißt, deshalb hast du es gar nicht so ganz ernst genommen, weil er es immer schon gemacht hat. Also es war halt so, dass ich schon es irgendwie gespürt habe, dass dieses Mal ist es was anderes, weil diesmal hat er mir nicht mehr gedroht gehabt. Also er hat immer nur von irgendeinem geheimnisvollen Plan gesprochen, den er hätte, wenn wir uns dann trennen würden. Und wenn ich dann halt gefragt habe, was er für einen Plan hat, dann meinte er, ja, das kann ich dir nicht sagen. Dann sagst du wieder, ich erpresse dich. So, jetzt kam er voll gekokst bei dir in die Wohnung. Ja, und das war halt so, also er hat hier im gleichen Haus eine Wohnung gehabt und ein Freund hat mich noch gewarnt, der war vorher mit ihm in der Wohnung, der hat mich angerufen, meinte, mach nicht die Tür auf, der Carsten, er dreht hohl und so. Und in dem Moment hat er aber schon an meine Tür gehämmert, wie ein Irrer. Und ich wohne im Neubau, also ich habe die Tür aufgemacht, weil der hätte die Tür eingetreten. Mhm. Hatte er dann die Waffe schon in der Hand? Nee, also er hatte die, das wusste ich auch nicht, ich wusste, dass er früher mit Waffen gemacht hat, aber eigentlich dachte ich, die Waffen wären weg. Ne? Mhm. Und ich wusste auch nicht, dass er die Waffe dabei hat. Er hatte die vorne in der Hose und hatte den Schlitten auch schon zurückgezogen. Ne? Was hat er, den Schlitten? Also den Schlitten von der Waffe, das war eine Mauser, Warning oder so. So, jetzt, wie stelle ich es mir vor? Er steht bei dir im Flur. Nee, also es war ja hier im Wohnzimmer. Oder im Wohnzimmer, halt. Gab es da noch lange ein Gespräch? Ging, oder ging es ging ganz schnell? Super schnell. Also deshalb konnte ich ja im Grunde genommen auch gar nicht reagieren. Er zog dann die Waffe und wohin hat er sich geschossen? Er hat sich halt in die rechte Schläfe geschossen und das Verrückte war wirklich, dass ich mir das halt wie im Film so vorgestellt habe, dass der ganze Kopf da wegfliegt oder so, aber es war wirklich. Es war Wahnsinn, es hat nur Klick, also es ist so leise. Ist die Kugel durch den Kopf durchgegangen? Und das haben die Ärzte mir später erklärt, und zwar hat er die Kugel wohl vorne angefeilt, und weil auf der einen Seite, an der Eintrittsstelle, war ein ganz kleines Loch, aber auf der anderen Seite, unterm Ohr, links ist es rausgekommen, und da war ein riesiges Loch. Das hast du aber in dem ersten Moment dann gar nicht gesehen. Das habe ich überhaupt nicht, ich habe das ja überhaupt nicht realisiert. Also Conny, ich will mal sagen, wenn ich mich da hinein versetze. Du stehst mit deinem Ex-Freund zusammen in deinem Zimmer, der hält die Pistole an die Schläfe und schießt einmal.
Was passiert dann in dem Moment? Läufst du schreiend zu ihm hin? Läufst du schreiend aus der Wohnung raus? Also was hast du gemacht? Wirklich, das war halt, also er kam ja hier reingestürzt und meinte nur, sag mir jetzt klipp und klar, kommen wir in den nächsten 2 bis 3 Monaten wieder zu, in den nächsten 2 bis 3 Wochen wieder zusammen, ja oder nein? Und ich meinte nur so nicht, aber ich meinte nicht, wir kommen nicht wieder zusammen, sondern ich meinte so die Art, dieses Aggressive und so. Und daraufhin hat er schon geschossen. So nicht, nee, und dann war mein großer Fehler, und das habe ich nachher millionenmal durchgespielt, diese Szene natürlich im Kopf. Mein großer Fehler war, dass ich sofort mit der Hand an die Tür, an die Wohnungstür, so eine deutende, als wenn raus. So. Und in der Sekunde, da habe ich gemerkt, da ging irgendwas in seinem Hirn hat richtig ab. Ja. Und da hat er die Waffe gezogen, weil das war für ihn so, jetzt was hat, ist Schluss. Was hast du dann getan, als ich es passiert war? Ich bin sofort rausgerannt. Ich hatte ja die Hand noch an der Türklinke an meiner Wohnungstür. Ich bin rausgerannt. Horror. Wie eine Irre im Flur und habe, also die Leute haben mir später erzählt, die dachten, da schreit eine Katze oder ein Kind oder völlig so. Klar, völlig klar. Also ich habe halt hyperventiliert wie eine Irre und das ging auch über eine Dreiviertelstunde lang, also auch als dann Feuerwehr schon hier war, dass ich, die haben mir Valium gespritzt und so. Also wenn so etwas Schlimmes passiert ist. Ja. So etwas Unglaubliches passiert ist, was man ja, wie du es gerade auch schon gesagt hast, irgendwie nur aus dem Film kennt. Das ist vor 3,5 Jahren, sagst du, passiert? Ja, am 10. Mai 2000. Wie lange hast du dir Vorwürfe gemacht? Man macht sich doch bestimmt Vorwürfe. Obwohl man sich keine Vorwürfe machen sollte, aber man macht sie sich wahrscheinlich. Apropos Vorwürfe, das war eigentlich da, wo ich letztens, wo ja auch du dich für entschuldigt hattest, diese Schuldgeschichte, da bin ich fast ausgerastet, als ich das gehört habe an dem Abend. Ne? Also da dachte ich echt, weil sowas hätte ich von dir nicht erwartet. Ja. Aber okay, lass uns das jetzt hier nicht, weil... Also wie lange hast du dich damit... Ja, also ich habe natürlich, also es war Gott sei Dank so, dass ich das auf so eine intellektuelle Ebene erstmal bearbeitet habe, alles. Also das, das meinte ich ja auch bei diesem Mann, der letztens angerufen hat. Ich bin irgendwie in so eine intellektuelle Ebene abgerutscht, dass, oder hochgerutscht, dass ich mich nicht mehr gefühlt habe. Ne? Sag mir mal, wie lange du mit den Schuldgefühlen rumgelaufen bist. Ja, ich natürlich. Guck mal, ich wohne wieder in dieser Wohnung. Also ich bin wieder später in die Wohnung zurückgegangen. Und ich gehe immer noch fast jeden Tag an seiner Wohnung vorbei und verabschiede mich da oder begrüße. Also das ist keine Antwort auf meine Frage. Die Frage ist, Schuld kann ich, also wenn ich ehrlich bin, schuldig an seinem Tod, habe ich mich zu keinem Zeitpunkt gefühlt. Das ist gut. Ich habe mich trotz nur des schuldig Schocks gefühlt für bestimmte Sachen, die vorher passiert sind, was scheiße gelaufen ist in unserer Beziehung in den ganzen 10 Jahren und so weiter. Da habe ich mich wahnsinnig schuldig gefühlt. Aber für seinen Tod ist er einzig und allein selbstverantwortlich. Das ist eine sehr richtige und sehr gute und gesunde Einstellung auch, finde ich. Ja, weil, guck eine mal, sehr kein gesunde Mensch bringt Einstellung sich wegen jemand anders um. Ja, also er hat mich so, jemand bringt sich wirklich nicht wegen jemand anders um. Ja. Das macht man nur, der war von Kindheit an, war er halt manisch-depressiv. Ja. Und jeder Psychologe, mit dem ich danach gesprochen habe, der hat mir gesagt, gerade solche Menschen, wenn dennoch der Kontakt mit Drogen ist, die bringen sich meistens im Alter zwischen 25 und 30. Das ist so, also, das ist eine gute Entwicklung, dass sich das so dann ergeben hat bei dir, dass du heute das so klar sagen kannst. Ja, aber das kann ich auch erst dadurch, weil ich mich anfangs, ich hatte dann 3 Jahre keinen Sex, ich dachte, ich würde nie wieder lieben können, und weil Anfang des Jahres habe ich mich dann verliebt und da kam der emotionale Schock, denn weil da habe ich dann erst realisiert, dass ich das alles zwar auf einer intellektuellen Ebene die ganzen Jahre verarbeitet habe, aber emotional noch überhaupt nicht, und ich, also da sind dann natürlich die schärfsten Sachen passiert, und jetzt bin ich endlich dadurch bereit gewesen, in Therapie zu gehen. Perfekt, also dann ist es alles in guten Händen. Ich danke, ich danke für deinen Anruf und wünsche alles Gute, Conny. Okay, danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Willi, 48 Jahre, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Willi. Ja, ich habe fast auch so ein ähnliches Problem. Da geht auch um Suizid. Ja. Auch aus einer eine Beziehung raus, die nicht funktioniert hat. Also ich habe also mit meiner Freundin vor 4 Wochen die Beziehung eigentlich so mal beendet. Eigentlich so, eigentlich pausierend sollte sie sein. Ne? Was? Eigentlich pulsierend? Pausierend. Pausierend. Pause machen. Ja. Einfach nur mal Distanz von ihr haben. So, ne? Ja, irgendwie, es gab auch da dann nochmal Telefonate und ja, ich komme mal ein bisschen auf den Punkt. So. Also wie lange wart ihr denn zusammen? Wir waren 2,5 Jahre zusammen. Ja. Und du sagst, es geht auch irgendwie um Suizid. Inwiefern? Ja, also meine Freundin, die hat einen Abschiedsbrief hinterlassen, ihrer Mutter, ihrer Tochter, und ist
ja, da steht drin, dass er also sie hat sich mit ihrer Freundin zusammen das Leben nimmt. Die Freundin hat auch Beziehungsprobleme und hat es auch vorne und hinten nicht geklappt. Und wann ist das? Hat sie sich das Leben genommen oder was? Wir wissen es noch nicht ganz genau. Ich weiß das nicht genau. Wann hast du also diesen heute? Stopp. Wann hast du diesen Brief bekommen? Die Mutter von meiner Freundin, die ist jetzt in der Wohnung von der Freundin. Und ja, und die Tochter, die ist alleine da. Und deswegen ist die Mutter auch da, damit sie also auch. Moment. Ja. Wann hast du diesen Brief? Da ist noch eine Tochter, ja. Wann hast du diesen Brief? Wann hast du das? Heute? Heute. Heute. Heute, ja. Da hat sie vorher. Moment, das war jetzt gerade so ein bisschen durcheinander erzählt. Ja, und ich bin auch ein kleines bisschen durcheinander. Ist ja auch völlig klar. Vielleicht wäre ich an deiner Stelle auch. Also in diesem Brief steht, sie will sich zusammen mit ihrer Freundin umbringen. Ja. Und deine Freundin, deine Lebenspartnerin, hat auch noch ein Kind. Ja. Und dieses Kind ist jetzt in der Wohnung und die Oma ist da. Richtig. Wie alt ist das Kind? 13. 13. Wie lange ist denn deine Freundin, deine Lebenspartnerin jetzt schon verschwunden? Hat das Kind darüber was? Seit Samstag. Seit Samstag. Da gab's, das ist der Oma aufgefallen. Die haben viel Telefonkontakt und die ging nicht mehr dran. Die Tochter ging nicht mehr dran. Und wo war denn die Tochter, die 13-Jährige? Die war noch zu Hause. Mhm. Die Freundin, mit der deine Lebenspartnerin das machen will, ja. Habt ihr mit der Familie, mit deren Umfeld Kontakt? Ja. Und die wissen auch gar nichts? Nee, die vermissen auch. Ja. Da gibt es aber gar keine irgendwie Abschiedsbrief oder so. Ist denn in diesem Brief irgendetwas sonst noch geschrieben, wie sie das machen wollen? Ist noch irgendwie? Ja, ich weiß, wie sie das machen will. Du weißt, wie sie es machen will? Ja. Wie denn? Ja, sie will sich eine Überdosis Insulin spritzen. Mhm. So, wir arbeiten, die arbeitet in der Altenpflege. Und weiß Bescheid, wie man das macht. Wie das geht. Mhm. Sagt dann, ja, das ist ganz einfach eine Unterzuckerung und dann bleibt irgendwann das Herz stehen. Ne? Ja, ja. Sagst du, dann hat man noch ein bisschen Rausch. Aber was ist das für eine komische Konstellation, das zusammen mit ihrer Freundin zu tun? Hat die Freundin auch große Probleme zurzeit? Ja, die hat auch riesige Probleme, ja. Und hat sie in dem Brief denn noch es näher begründet, warum sie es machen will? Ja, und zwar, ja, weil mit uns jetzt Schluss ist. Mhm. Und die Freundin, die wollte sich auf jeden Fall das Leben nehmen. Das steht auch so in dem Abschiedsbrief an ihre Mutter. Und ohne ihre Freundin möchte sie nicht mehr weiterleben. Aber was ist denn da los, Willi? Was ist das für eine Mutter, die hat ein Kind von 13 Jahren und sagt, ohne ihre Freundin will sie nicht weiterleben und lässt das Kind alleine? Ja. Ja, die kam mit dem Kind nicht zurecht. Die kam mit dem Kind nicht zurecht? Nee, absolut nicht. Mhm. Weil die ist jetzt auch, erstmal die ist ja alleinerziehend. Meine Freundin hat eine ganz, ganz schlimme Ehe hinter sich. Mhm. Die ist also auch vergewaltigt worden, von dem Ehemann verprügelt und ja auch verkauft worden, wie sagt man, prostituiert worden. Mhm. Alles unter der Drohung, das Kind umzubringen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das natürlich dass immer schlimme Ereignisse. Der Vater hat auch diese Tochter vergewaltigt im Säuglingsalter. Ja. Und deswegen hat das Kind auch, die weiß das noch nicht so richtig, aber deswegen hat das Kind gerade jetzt in der Pubertät Probleme, ne? Verstehe. So, jetzt bist du aber 2,5 Jahre ihre Freundin gewesen. Ja. Ihr Freund gewesen. Ja, ja. Der Lebenspartner. Ja, gut, eigentlich so halbwegs noch so im Hinterkopf. Ja. Wie im Hinterkopf? Ja, eigentlich liebe sie doch. Ich möchte ja gerne weiter mit ihr zusammenbleiben. Ja, aber packt dich jetzt nicht auch eine Panik oder auch eine Angst oder vielleicht auch so auf, wir haben gerade über Schuldgefühle gesprochen, dass... Ja, ne? Mhm. Deswegen, die Tochter, die hat auch mit mir gesprochen und sie macht sich selber auch Vorwürfe, sie hat immer sehr blockiert, diese Beziehung, ne? Mit riesiger Eifersucht, was ich auch verstehen kann. Das ist okay. Also das ist ja ein Jugendlicher oder ein Kind. Die Mutter wurde mit ihrem Aufführen, so wie sie sich aufgeführt hat, wurde einfach nicht mit fertig. Warum? Hat gedacht, die würde diese Beziehung kaputt machen wollen. Warum ist denn eure Beziehung... Die Schuld irgendwo. Ja. Warum ist denn eure Beziehung kaputt gegangen? Ja, da gab es natürlich letztendlich eigentlich nur sexuelle Probleme. Welcher Art? Sie war mehr als gehemmt. Mhm. Sie
wollte also 10 Jahre nie wieder einen Mann haben. Ja. Ne, weil so, wenn man so oft vergewaltigt wird und als junge Frau ist auf den Strich geschickt worden, das fällt noch gar einer bei. Also die hat da in der Richtung ganz heftig was erlebt. Ja, und dann bin ich ihr über den Weg gelaufen und es hat bei uns beiden gefunkt und irgendwo kommt sie dann ja auch zur Sexualität und das war wie alles so steif und so verkrampft. Das heißt, ging das ja gar nicht. Das heißt, in dieser ganzen Zeit, während ihr zusammen wart, war das... Wir haben daran versucht, also... Aber es war nie eine entspannte, befriedigende Sexualität für euch beide? Wenig, eigentlich gar nicht. Mhm. So, aber jetzt ist doch so weit der Hintergrund und das Umfeld. Fakt ist ja jetzt, dass deine Lebenspartnerin oder Ex-Lebenspartnerin mit ihrer Freundin irgendwo ist. Wir wollen hoffen, dass sie noch lebt. Ja, ich hoffe das auch. Und wenn sie irgendwo ist, dann besteht höchste Gefahr, dass die beiden sich was antun. Ja. Habt ihr die Polizei benachrichtigt? Ja, die Polizei ist benachrichtigt. Ja, sind die... Also auch schon gleich am Wochenende, also am Samstag, wo sie dann vermisst wurde, beziehungsweise Mittwoch langsam. Mittwoch haben wir dann die Tochter, die war ein paar Tage alleine da in der Wohnung. Mhm. Ne? Hat denn die Polizei irgendwelche, oder habt ihr irgendwelche Ideen? Die konnte erstmal anhand von diesem Brief an die Tochter, den Zettel an die Tochter, sag ich mal besser, die sagen, das ist keine Vermissten, können keine Vermissten Anzeige aufnehmen, weil gucken sie mal eigentlich, sie kommt ja wieder. Am 18. allerspätestens. Okay, aber sie ist ja jetzt nicht da. Gibt es denn irgendwelche Ideen, die ihr habt, die Polizei vielleicht hat, wo sie sein könnte, wo sie sich aufhalten könnte? Nee, die zwei sind einfach weggefahren. Die sind einfach weg. Einfach weg und ihr habt alle Angst, dass schlimmste Dinge passieren könnten. Ja, ja, weil meine Freundin, die hat auch da schon mal von gesprochen, so von Suizid. Ich weiß ja nicht, wie. Die Mutter, die hat mir auch erzählt aus dem Abschiedsbrief, also die hat es aus langer Hand vorbereitet irgendwie. Würdest du denn, ich weiß ja nicht. Liebt mich. Tut das ein Mensch? Ein Mensch, der einen anderen abgöttisch, oder einen abgöttisch nicht, aber über alles liebt, das tut sie auch. Das tun wir eigentlich beide. Nur die Vernunft sagt da immer nein. Ja, sie scheint wirklich aber auch in extremen Problemen zu hängen. Ja, die ist auch in psychologischer. Ja. So, jetzt hast du hier angerufen, bei mir. Ja. Ich weiß es nicht, vielleicht und nochmal 10-mal vielleicht. Sitzt sie irgendwo jetzt mit ihrer Freundin und kann nicht schlafen und sie haben den Fernseher eingeschaltet? Ja, Nachteulen, ja. So, und sie hören vielleicht gerade unser Gespräch und sie hören dich. Und sie hört dich. Ja. Würdest du gerne jetzt etwas zu ihr sagen wollen? Ja. Dann bitte, dann tu das. Uli, komm wieder, wir versuchen das ganz einfach. Das kommt irgendwie hin. Du musst nur wollen, dann klappt das auch. Mach nicht alle so viel Sorgen. So, Willi. Meld dich. Ja. Jetzt wollen wir hoffen, dass noch nichts passiert ist und dass sie es gehört hat und dass sie sich wirklich bei euch meldet, bei der Mutter, bei dir, bei dem Kind. Ja, irgendwie so die letzte Hoffnung. Sieht nicht so aus, als wenn das... Ja. Nee. Aber ist irgendwo, Wir machen letzte Hoffnungsschimmer ist das ganz einfach. Okay. Ganz klein, ja, natürlich. Es ist ein kleiner Hoffnungsschimmer, stimmt. Aber man soll auch so eine kleine Hoffnung irgendwie noch anfassen. Ja. Die Polizei sagt auch, sie ist noch nicht gefunden. Sie ist noch nicht gefunden, ne? Jetzt legst du bitte auf. Ja. Und meine Psychologin, die Elke, ruft dich an. Das wäre schön. Das wäre, glaube ich, sehr richtig und sehr gut in dem Moment, weil du auch sehr, sehr angeschlagen bist. Du legst auf, wir rufen zurück, Willi. Okay. Wir drücken alle die Daumen, dass es gut ausgeht, die ganze Geschichte. Dankeschön. Auf Wiederhören. Ich hoffe das auch. Jo. Tschüss. Tschüss. Michael, 30 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, einen schönen guten Morgen, Jürgen. Hallo, Michael. Hallo. Über was reden wir? Ja, ich wollte ein bisschen was über meine Vergangenheit erzählen. Ich war mehrere Jahre Hardcore-Satanist, wenn man das so ausdrücken darf. Das heißt, ich war in einem Zirkel organisiert, habe dort auch eine recht hohe Position inne gehabt zum Schluss. Einem Zirkel? In einem Zirkel. Ist, also, ist das eine Art Sekte, kann man das sagen? Nein, das kannst du so gar nicht sagen. Ein Zirkel ist im Grunde genommen ein Zusammenschluss gewesen von einer geringen Anzahl Interessierter oder Gleichgesinnter. Und wir haben halt im Grunde genommen alle ein Ziel verfolgt, uns nämlich... in der Philosophie und in den dazugehörigen Ritualen zu
Und als Satanist. Als Satanist, ganz genau. Das heißt also, diese Grundphilosophie des Satanismus war quasi so unser Lebenselixier. Oder mein was ist denn, wir können das jetzt hier nicht zu philosophisch und nicht zu intellektuell machen. Was sag doch mal so ein paar Beispiele. Was macht die Grundphilosophie eines Satanisten aus? Die Grundphilosophie ist im Grunde genommen erst einmal für sich zu erkennen, ich bin ein Kind der Sünde, ein Kind der Blasphemie. Also tue im Grunde genommen genau das, also ich kann jetzt eigentlich nur von dem erzählen, wie es bei mir war, tue das, was gerade die katholische Kirche gerne abtut als Sünde, das hat mir Spaß gemacht. Also übersetzt könnte man sagen... Vorehelicher Geschlechtsverkehr. Tu was du willst. Tu Böses. Nein, nicht tue Böses, tue was du willst. Ja. Und mache dir keine, ich will es mal wirklich etwas netter formulieren, und mach dir keine Gedanken darum, was dir die Kirche dazu sagt. Geht es nur um die Kirche? Es geht nicht nur um die Kirche, aber die Kirche ist ja ein Teil, der auch zu gewissen Tendenzen in der Gesellschaft beiträgt. Es geht natürlich auch darum, sich von der ganzen Gesellschaft das durchzuziehen, was man halt gerne selber... Also heißt das ein wirklich rücksichtsloser Egoismus? Zu einem gewissen Teil einen rücksichtslosen Egoismus. Wo gibt es Grenzen? Gibt es die Grenze, dass man nicht töten sollte, oder darf man auch töten? Das ist eine gemeine Frage, Jürgen. Du kennst vielleicht diesen Aleister Crowley, der ja als einer der bekanntesten Vertreter dieser Generation Satanism gilt, sag ich jetzt mal. Und der hat halt mal gesagt, dieses Obergesetz, tue, was du willst. Bei uns war es so, wenn ich tun will, was ich will, muss ich dieses Recht automatisch jedem anderen ja auch zugestehen, der ja auch erstmal tun und lassen möchte, was er will. Gut, was heißt das im Klartext? Heißt das im Klartext, ich darf töten, also darfst du auch töten? Nein, das heißt im Klartext, ich möchte nicht mit einem Messer im Rücken aufwachen irgendwann, weil ich feststellen muss, ups, jemand hat mein Leben beendet. Das möchte ich selber entscheiden als Satanist. Wenn ich als Satanist die Faxen dicke habe, gebe ich mir die Kugel, sage au revoir, schöne Welt, das war's. Ja. Und dieses Recht, was ich habe, mein Leben selber zu beenden, muss ich jedem anderen auch zugestehen. Deswegen, wenn sich jemand so herablässt und sagt, ich leg dich jetzt um, ist das schon mal nicht die ganze Wahrheit. Weil wie gesagt, der selber möchte ja auch nicht umgelegt werden. Ist jetzt ein bisschen verschwommen, theoretisch, finde ich. Ja. Das heißt aber, wenn du als Satanist jemanden umbringen würdest, wäre das, widerspricht das nicht der Moral der Satanisten? Wenn es mein erklärter Feind ist, wenn er mir was getan hat, dann ist das okay. Dann ist es okay. Dafür ist mein Feind ja da. Darauf wollte ich hinaus. Was machen Satanisten in ihren Zirkeln? Was machen sie? Sie beschäftigen sich natürlich mit gewissen Schriften, die sich mit der Dunkelheit befassen. Da kommt es natürlich ein bisschen drauf an, in welchem Bereich du dich, sag ich mal, vertiefen möchtest. Es gibt ja verschiedene Bereiche der Magie. Also als Beispiel, es gibt Sexualmagie, es gibt Drogenmagie, es gibt die Nekromantik, also der Totenzauber. Es gibt dann, sag ich mal, so verniedlichte Geschichten wie Liebeszauber, solche Geschichten. Die also gibt es ja auch immer so diese Vorstellung, die feiern da Rituale, da werden vielleicht Tiere geopfert. Da wird Blut getrunken oder es werden noch schlimmere Dinge getan. Habt ihr sowas auch gemacht? Also wir selber haben es nicht gemacht. Da gab es bei uns ganz klare Richtlinien. Jeder hat für sich selber entschlossen, wie weitergehen wollte. Ja. Und wenn ich für mich eine Grenze gefunden hatte, und die gab es in der Vergangenheit natürlich, wo ich dann gesagt habe, sorry Jungs, das ist mir jetzt zu hardcore. Was war denn eine Grenze? Eine Grenze ist zum Beispiel sowas gewesen, es gibt ein sogenanntes Self-Branding-Ritual, wie du es zum Beispiel von den alten Shaolin-Priestern auch kennst, die sich also in einem... Kenne ich nicht von Shaolin-Priestern, ich kenne die gar nicht. Also okay, was ist das? Also das ist, wenn du in einem feierlichen Ritual, wenn dir halt bei den Shaolin-Priestern waren es zum Beispiel Drachensymbole, die werden halt feierlich mit einer Metallschablone quasi erhitzt auf dem Körper aufgebracht. Also das war für dich dann schon... Das ist eine Geschichte gewesen, wo ich gesagt habe... Auf den eigenen Körper oder auf den anderen Körper? Nein, auf den eigenen. Ach so, da darfst du keinen... Nur auf den eigenen. So, das klingt ja alles noch irgendwie nicht so schlimm. Was war das, was du am meisten abgelehnt hast? Das Heftigste war... Also schlimm genug, ich will das nicht runterklingen. Ich wollte gerade sagen, also im Grunde genommen hört es sich jetzt vielleicht so auf... Es hört sich so an, als würdest du es, deshalb sage ich das, so möchte ich das verstanden wissen. Ja. Es hört sich so an, als würdest du es irgendwie ein bisschen theoretisch schön sprechen und relativieren. Deshalb frage ich jetzt, was hat dir sehr missfallen in dieser Satanisten-Szene? Mir hat missfallen einmal die Tatsache, dass deine eigene Seele einen großen Schaden davon nimmt. Wenn du dich ständig, tagtäglich, und der Satanismus, wenn du es wirklich
praktizierst, sag ich mal, dann ist es keine 45-Minuten-Geschichte am Tag, es ist ein 24-Stunden-Job, wenn du so willst. Mhm. Das heißt, du übernimmst natürlich sehr viel Negatives, sehr viel Dunkles, und wer sich regelmäßig nur mit der Dunkelheit beschäftigt, der sieht irgendwann im wahrsten Sinne des Wortes kein Licht mehr. Ja. Und wer sich so weit von Gott entfernt, und das war bei mir irgendwann der Fall, dass meine Seele einfach Gottes Wort nicht mehr erreicht hat. Setzt es voraus, wenn man Satanist wird, dass man auch an Gott glaubt? Das eine funktioniert ja nicht ohne das andere. Ja. Du kannst das eine nicht, also ich sag mal, jeder Christ, der behauptet, der Teufel existiert nicht, nicht in Person, aber als Kräfteprinzip, der lügt genauso wie jeder Satanist, der sagt, ich kann Gottes Existenz nicht. Was war das Schlimmste, was du getan hast in dieser Zeit als Satanist? Das Schlimmste, sag ich dir ganz ehrlich, war im Grunde genommen, dass ich meine eigene Seele vergewaltigt habe. Mhm. Dass ich mich in diesen Schutzmantel der Dunkelheit, des Satanismus gehüllt habe. Ich verstehe. Hast du einem anderen Menschen etwas Leidvolles angetan? Oder anderen Menschen? Ich habe bestimmt in Situationen, wenn ich zum Beispiel in die Enge getrieben wurde oder wenn es halt auf bestimmte Konflikte hinauslief, habe ich den Satanismus als Waffe eingesetzt, ja. Was heißt das als Waffe? Das fing an, dass ich halt ganz verbal solche Sachen gesagt habe, wie wenn du nicht gleich aufhörst, strafe ich dich im Namen des Teufels, was natürlich bei vielen schon mal zumindest Entsetzen oder ein O ausgelöst hat. Und wenn ich diese Reaktion bekam, also diese Angst, dann habe ich reingehauen. Und so reingehauen. Und das war wahrscheinlich, ja, so wirklich reingehauen? Richtig reingehauen. Ah, ja. Richtig reingehauen, dass halt mein Gegenüber nie wieder auf die Idee gekommen wäre, mich auch freiwillig nur noch einmal anzusprechen. Einfach also wir halten fest, reingehauen nicht verbal nur, sondern wirklich auch mit der Nein, Hand. Nein, also dann also verbal reingehauen und dann natürlich auch mit bestimmten Ritualen, Murmeln, Beschwörungen, also das wirklich auch, sag ich mal, sehr finster und auch sehr brachial, brutal verkauft. Mhm. So, wie lange warst du drin in der Szene? 13 Jahre. Seit wann bist du draußen? Seit gut 2 Jahren. Ja. Ist der Ausstieg einfach gelungen? Sagen wir mal so, der Prozess für mich selber war ziemlich hart. Also ich bin irgendwann in ein sehr tiefes Loch gefallen, wirklich in eine seelische Depression, wo ich im Grunde genommen nur noch 2 Möglichkeiten hatte. Entweder ich jag mir jetzt eine Kugel durch den Kopf und das war. Und das andere war, halt irgendwann wirklich in mich hineinzuhören, die Stimme meiner Seele wieder zu hören, zu hören, Junge, das, was du machst, ist riesengroßer Bullshit. Und das war wirklich jetzt, es sind einige Jahre vergangen, 2 Jahre vergangen. Ja. Bist du heute ein praktizierender, gläubiger Christ? Ich bin es insoweit, als dass ich jedem Menschen mit einem strahlenden Lächeln sagen kann, ich habe meinen Glauben wiedergefunden. Mhm. Ich habe meine Basis, also ich habe meinen Konflikt, den ich irgendwann in der Jugend mit Gott aufgebaut habe, den habe ich geklärt. Ja. Ich habe mich entschuldigt und nutze zum Beispiel jetzt auch dieses Gespräch hier mit dir. Ja. Und wenn draußen nur eine Seele sitzen sollte und sich für Satanismus interessieren sollte und jetzt dieses Gespräch gerade hört und vielleicht die Seele gerade sowas ruft wie, diesen Umweg kannst du dir sparen, weil wenn es wirklich hilft, würde der Junge, der jetzt gerade am Telefon mit Jürgen redet, das nicht sagen. Mhm. Wenn diese Seele das kapiert hat, wunderbar, dann ist es schon super. Dann ist es klasse. Dann wollen wir hoffen, dass das so angekommen ist. Ja, würde mich freuen. Das würde mich auch freuen. Gut, dass das so einen Verlauf bei dir genommen hat und alles gut. Was ich dir noch ganz kurz sagen wollte, weil ich glaube, ich habe deine Frage gerade auch noch nicht wirklich hundertprozentig beantwortet. Also der Zirkel hat meinen Ausstieg akzeptiert. Mhm. Es gibt nur für mich auch kein Zurück mehr. Weil wenn du einmal draußen bist, dann bist du draußen. Und so eine halbherzige... Das wollen wir auch hoffen, dass es kein Zurück mehr gibt. Möchte ich nicht. Ja, möchte ich wirklich nicht. Gehe ich jetzt auch aus. Danke für deinen Anruf. Gerne. Ich wünsche dir eine besinnliche Weihnachtszeit. Wünsche ich dir auch. Alles Gute. Ich wünsche dir einen guten Rutsch ins neue Jahr. Dankeschön. Und zum Abschluss viel Licht und viel Liebe, nicht nur für dich, für alle, die das jetzt hören. Danke sehr. Tschüss. Mach's gut. Ciao. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Cecile, 23, guten Morgen. Ja, hallo. Hallo, Cecile. Ja, hallo. Domian, der Grund, weshalb ich dich anrufe, und zwar wollte ich einen Rat von dir haben. Ich habe einen Freund, wir sind jetzt ungefähr seit 4 Monaten zusammen, der kommt aus Paris. Mhm. Und jedes Mal, wenn er dann hier ist, dann macht er nur Stress, der schlägt mich und ich weiß jetzt auch nicht, was ich machen soll. Jedes Mal aus Eifersucht, Kleinigkeiten, ich bekomme einen Anruf und dann weiß ich auch nicht. Ihr seid 4 Monate erst zusammen, der lebt in Paris und der kommt ab und zu Besuch. Genau, jedes Wochenende. Jedes Wochenende. Mhm. Und dann macht er immer nur üble Dinge? Ja, also
ersten 2 Monate waren eigentlich sehr gut. Nur das fing dann danach an, dass also mein Ex-Freund mich angerufen hatte wegen der Wohnung, weil er mir damals auch geholfen hat. Und ja, dann ist er ausgeflippt, dann hat er mich zum ersten Mal geschlagen, weshalb ich überhaupt ans Telefon gehe. Und ja. Gut, der versteht ja kaum Deutsch, wir sprechen ja nur Französisch miteinander. Ja. Und wenn ich dann anfange, so Deutsch zu sprechen, dann denkt er meistens, dass ich mit fremden Männern rumtelefoniere. Letztes Wochenende war er auch hier? Ja, der war jetzt am Wochenende hier. Was hat er da gemacht? Der ist Mittwoch wieder zurückgefahren, also gestern. Ja, was hat er da gemacht? Der kam Freitagabend, dann saßen wir, dann hatte ich einen Anruf von meiner Mutter bekommen. Wir haben dann gesprochen, meine Mutter redet ja meistens mit mir Deutsch, weil, gut, die möchte ja nicht, dass jeder mitkriegt, was wir so telefonieren. Und dann rief mich meine Freundin an, die wollte, dass wir am Samstag essen gehen. Also jetzt kein so Ablauf des Wochenendes, ich will wissen, was er Schlimmes gemacht hat. Ja, genau. Ja, deswegen will ich das ja gerade erklären. Wir waren ich wollte essen gehen mit meiner Freundin. Ja. Und dann habe ich ihnen auch ganz höflich gesagt, dass ich am Samstag um 16 Uhr essen mit meiner Freundin gehe. Dann ist er total ausgeflippt. Ich komme dich besuchen, du lässt mich einfach sitzen. Dann hat er mich geschlagen. Also ich sitze jetzt hier mit einem blauen Fleck. Also ich traue mich gar nicht mehr aus dem Haus zu gehen. Meine Liebe. Ja. Das geht jetzt wie viele Wochenenden so? 4 Monate muss ich ausrechnen. Ja gut, du sagst 4 Monate bist du zusammen. Ja. 2 Monate lief es gut. Das heißt ja, also 8 Wochen. Das heißt jedes also. Jedes Mal dann geschlagen halt, also so richtig. So, hör mal, jetzt sitze ich hier schon fast provoziert von dem, was du erzählst. Wieso? Ja, weil ich mir vorstelle, was soll das Ganze denn? Wieso lässt du den denn dann überhaupt noch hierher kommen? Ja, Domia, ich habe mich halt in diesen Mann verliebt. Ach ja, hör doch auf. Ach, es ist viel. Da kommt ein Typ jedes Wochenende zu dir von Paris in deine Wohnung. Ja. Und seit so vielen Wochen jetzt, seit 2 Monaten, kriegst du jedes Mal, so habe ich das verstanden, mehr oder weniger einen auf die Nuss, auf die Nase, ins Gesicht geschlagen. Mhm. Ja. So, und dann erzählst du mir was, dass du den auch noch liebst? Ja. Na, hör mal. Das ist halt nochmal so, deswegen habe ich dich auch angerufen, weil ich im Moment einfach hier ratlos stehe und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, aber versuch mir das doch mal zu erklären. Du musst doch rein theoretisch jedes Wochenende Angst haben, wenn der kommt. Auf jemanden, den man liebt, freut man sich. Du kannst dich doch gar nicht auf den freuen. Ich auch schon. Irgendwo freue ich mich, wenn er da ist. Dann bin ich ja nicht alleine zu Hause. Ja gut, aber du musst doch immer in Angst sein, dass wieder irgendetwas passiert, was ihm nicht gefällt. Ja, aber da gibt es auch noch ein kleines Problem, Damia. Ich weiß jetzt nicht. Ich vermute mal, dass ich vielleicht auch noch schwanger bin. Das weiß ich aber noch nicht so genau. Morgen habe ich einen Arzttermin und dann werde ich das erfahren. Gut oder nicht gut. Das macht das Ganze ja noch dramatischer im Prinzip. Das heißt aber nicht, dass wenn du jetzt schwanger wärst, dass du das weiter über dich ergehen lassen solltest. Ich würde das jetzt völlig abklammern oder wegnehmen von der Frage, schwanger oder nicht schwanger. Mhm. Es geht darum, wie du dich verhältst. Und ich finde, dass du dich nicht gut verhältst. Er verhält sich natürlich nicht gut. Das ist, um uns nicht misszuverstehen. Aber du machst es ja mit. Du sagst ja nicht nein. Ja, aber... Entschuldigt er sich eigentlich bei dir? Was würdest du denn an deiner Stelle machen, wenn du verliebt bist? Nein, da muss man sich mal Gedanken machen, warum man in einen Menschen verliebt ist, der einen schlägt. Was ja, damit das war ja nicht so. Ich habe mich die ersten 2 Monate in diesen Mann verliebt. Es geht aber nicht um die... Nein, es geht ja nicht um die ersten 2 Monate. Es geht um jetzt, um das Hier und Heute. Ja. Und wenn ich sage, ich bin verliebt in einen Menschen, der mich permanent schlägt, dann muss ich mir mal Gedanken machen, was ist denn hier mit mir los? Wie kann ich denn jemanden lieben, verliebt sein? Verliebt sein ist ja noch was Verrücktes. Ja, vielleicht nutzt er das aus, hat er ja jetzt, weiß ich nicht, der merkt das auch, dass ich vielleicht verliebt in dem bin, deswegen nutzt er das aus. Ja, aber warum ziehst du denn nicht eine Grenze? Warum wehrst du dich denn nicht, währenddem du sagst, nein? Warum nicht? Warum lässt du das alles über dich ergehen? Nur mit der lapidaren, ich sage das jetzt mal ganz provokant, mit der lapidaren Begründung, ja, ich bin ja verliebt. Weißt du, Cecile, ich sage jetzt mal was ganz Böses. Ja. Dann bist du auch selbst mittlerweile schuld, dass es so ist, wie es ist. Ja. Ja, wirklich. Du bist doch eine erwachsene junge Frau und kannst den wirklich aus deinem Leben verweisen. Ja, wie soll ich Ihnen das nochmal klar machen und sagen, du, das geht nicht so. Ich habe die Kraft nicht dafür. Ach, weißt du, das ist ein Satz am Telefon.
wenn du mich schlägst, bist du es nicht wert, mit mir zusammen zu sein und tschüss. Ein Satz ist das. Ja. Ja. Hat er sich überhaupt jemals bei dir mal entschuldigt? Einmal. Und dann hat er mir versprochen, dass es nie wieder vorkommen wird. Ja. Und wie oft ist es danach wieder vorgekommen? Zweimal danach. Ja. Nee. Raus aus diesem Kontakt, raus. Wenn der das mit dir jetzt schon macht, nach so kurzer Zeit und wo ihr gar nicht richtig zusammen lebt, sondern eigentlich freut man sich doch, wenn man eine Wochenendbeziehung... Ja, wir leben ja nicht zusammen, aber ich sag mal, so am Wochenende, wo der jetzt gekommen ist, dann hat er mir seine Sachen mitgebracht und ich sollte die Sachen waschen und bügeln und alles. Das wird ja immer doller. Es wird ja immer doller. Ja, jetzt habe ich nur die Sachen hier bei mir in der Wohnung, ich weiß auch nicht. Also, Nein sagen lernen, Cecile, aber ganz radikal Nein sagen. Und nicht sowas mit sich machen lassen. Wer bist du denn? Das hast du doch gar nicht nötig. Und verlieb dich in einen Menschen, einen Mann, der auch gut und nett und lieb zu dir ist. Ja. Aber nicht jemand, der schlecht zu dir ist. Der Mann ist ja schlecht zu dir. Jetzt, auch wenn er vielleicht vor 2 Monaten nett zu dir war. Okay. Alles Liebe und alles Gute. Gut, danke schön. Tschüss. Tschüss. Mann, oh Mann. Mit wem geht's weiter, frage ich meine Regie. Mit Daniela, 18 Jahre. Guten Morgen. Ja, hallo? Daniela, du bist da. Ja, hallo. Das ist prima. Um was geht's denn bei dir? Ja, also es ist ganz einfach so, dass jetzt Weihnachten vor der Tür steht. Stimmt. Und ich halt zu Weihnachten ganz alleine da stehe. Inwiefern? Und ich habe auch eine keine Beziehung, sondern eine Affäre mit einem verheirateten Mann. Mhm. Und deine Familie, deine Eltern, was ist mit denen? Ja, ich habe mich mit denen voll verkracht. Also ich bin schon mit 17 von zu Hause ausgezogen. Ja, hast eine eigene Wohnung? Ich lebe alleine jetzt mittlerweile, ja. Und ich bin halt ganz alleine, ich habe halt niemanden. Keine Freundin? Ja, schon, aber die feiern halt alle mit ihren Familien. Ja, das ist dann immer so, ne? Die meisten gehen dann natürlich dann in ihre Familien und dann sitzt man da Heiligabend alleine. Ja, und das ist halt auch die Sache, weißt du, dieser verheiratete Mann, ja, der poppt sich durch die Weltgeschichte. Und der geht halt zu Weihnachten und zu all diesen Sachen, geht er halt zu seiner Frau und macht da einen auf liebevollen Ehemann, weißt du? Wie alt ist der? Der ist jetzt 30. Und mit dem bist du verliebt in den? Oder ist das auch nur so eine Affäre? Ja, ich weiß es nicht so. Das ist halt auch so eine Sache, ich bin mir halt nicht so ganz sicher, ob ich verliebt in ihn bin. Also, so wie du über ihn sprichst, jetzt nur in ein paar Sekunden schon, klingt das nicht so sehr verliebt, sondern eher auch kritisch, ne? Ja, weißt du, im Moment habe ich halt eher so einen Hass auf ihn. Ja, verstehe ich, weil er dich ja auch alleine lässt, ne? Und weil er dich eigentlich nur ausnutzt für das Sexuelle. Ja, ja. So ein bisschen klingt's ja, ne? Und ich finde das halt alles so scheiße und die ganze Situation ist irgendwie so scheiße. Also liegt es jetzt hauptsächlich an Weihnachten, dass dir das so ein bisschen so vor Augen ist und du Angst davor hast? Oder ist es generell so, dass du denkst, ich bin hier in einer Situation, damit bin ich nicht zufrieden? Nein, das ist generell, das ist jetzt zu Weihnachten. Nur Weihnachten kommt dir das halt besonders ins Gesicht rein, dass du halt ganz alleine da stehst und ich habe keine Familie. Natürlich habe ich Freunde, aber... Die sind halt entweder bei ihren Lebenspartnern oder bei ihrer Familie. Ja. Und ich meine, ich habe auch eine Einladung für Weihnachten, nur das ist halt nicht das Gleiche, weißt du? Ja. Also da sitzt du dann dabei, wenn die sich da gegenseitig beschenken. Ja, oder man muss es ganz anders machen. Mittlerweile ist es ja so, dass in fast allen Städten sind so viele Kneipen auf und Diskotheken auf, dass man diesen Abend dann ganz anders verbringt als die meisten und man geht halt aus und macht sich einen schönen Abend. Und man macht sich gar nicht so einen großen Kopf, wie könnte es jetzt sein und irgendwie so ein Jingle Bells Gefühl aufkommen zu lassen. Ja, Jingle Bells, das habe ich mir sowieso schon abgeschmissen. Ja, wohnst du in einer größeren Stadt? Nee, ich wohne in einer kleinen Stadt. Aber also, da gibt's eher ländlich. Und da gibt's keine Möglichkeiten auszugehen, Heiligabend? Ja, ich bin halt schon mobil, aber... Dann hast du ein Auto? Ich habe ein Auto, ja. Dann setz dich ins Auto und fahr in die nächste größere Stadt und mach dir einen schönen Abend an dem Heiligen Abend. Was meinst du, was hier zum Beispiel in Köln los ist oder in anderen Großstädten? Weil es ja schon doch vielen Leuten so geht, wie du es gerade beschrieben hast, dass sie alleine sind. Oder viele. Aber ich sehe das jetzt eben nicht so, weißt du. Ich sehe jetzt ganz einfach nur, ich sitze hier jetzt alleine rum und alle machen die Happy einen auf Happy Jingle Bells und ich habe völlig die Lust an allem verloren. Mhm. Ja, du sollst... Meine Mutter, die kümmert sich auch gar nicht um mich, die interessiert sich dafür gar nicht. Mhm. Die hat mich nicht mal gefragt oder sonst irgendwas. Ja, gut. Also ist eine blöde Zeit, aber man sollte das auch nicht so hochhängen. Und glaub bloß nicht, dass bei fast allen Leuten, von denen du das so hörst, dass es da noch ganz toll zu Hause zugeht.
da ist so viel Lüge im Spiel und so viel, was man sich dann vorgaukelt und hinterher streiten die Leute sich, dann kannst du es dir nicht einfach so zurechtlegen, dass du sagst, okay, im Moment habe ich halt nicht so ein Umfeld. Entweder mache ich mir einen coolen Videoabend zu Hause und lass es mir so gut gehen, oder ich fahre wirklich raus in die Diskothek und feier und tanze richtig ab. Nur so kann man das ja machen. Wenn man sich immer wieder hineindenkt, wie könnte es sein, dann wird man traurig und dann wird es einem irgendwie wirklich schon mulmig ums Herz. Ja, nur ich sehe ganz einfach die Gefahr, dass ich jetzt zu Weihnachten so denke und ich befürchte halt, dass ich mein ganzes Leben lang allein bleibe. Ach was, du bist gerade 18 Jahre alt. Und was machst du vom Beruf? Ich bin, ich fahre also Boote aus. Was hast du? Boote? Boote, ja, Boote, mit dem LKW. Ach so, ja. Dann wird sich das schon ergeben, dass ich irgendwann demnächst mal ein Freund bin. Das ist ja alles ganz frisch. Du bist ja gerade erst mal ein Jahr von zu Hause weg, ne? Ungefähr. Ja, jetzt ein Jahr. Ja, so. Das braucht ja auch alles seine Zeit, ehe man so einen Freundeskreis findet und Kumpels und Freundinnen. Da würde ich mir jetzt nicht zu sehr schnell den Mut aufgeben und traurig sein. Manchmal dauert das halt lange, ehe man so einen vielleicht auch netten Kreis um sich herum hat. Ja, weißt du, ich habe ja Freunde, nur es ist halt auch das Problem, weißt du, ich bin auch die Einzige, die jetzt halt ohne Partner dasteht. Ja. Ich habe irgendwie nur Pech mit meinen Partnern. Daniela, was meinst du, wie viele ohne Partner jetzt Heiligabend dastehen und überhaupt dastehen im Moment? Jetzt musst du mit dem Kopf nach oben, der Kopf hoch. Und man darf jetzt, du darfst jetzt nicht zu traurig sein und die Traurigkeit gar nicht so aufkommen lassen, sondern denken, da muss ich jetzt durch. In einem halben Jahr sieht die Welt schon besser aus, in einem Jahr wahrscheinlich noch viel besser. Weißt du, wenn du jetzt immer sagst, ja, aber, und ich krieg sowieso nie jemanden, du bist erst 18 Jahre alt, was meinst du, wie toll sich alles noch entwickeln kann? Mhm. Ja, du bist aber auch eine Pessimistin. Waren es aber 18 Jahre, die nur Scheiße waren. Gut, dann sind die nächsten 18 Jahre mit deinem Dazutun auch ein bisschen besser werden. Wenn du jetzt aber so dran gehst, ach, ist ja alles scheiße, klappt ja sowieso nicht, dann klappt's auch nicht. Weißt du, es ist nur eine Frage, mit welcher Haltung man an die Sachen rangeht. Ja, es ist alles schwierig. Ich weiß, ich will es auch nicht runterreden. Und wahrscheinlich bist du auch in einer schwierigen Situation im Moment, glaube ich auch. Aber was hilft das, jetzt da zu sitzen und sich selbst leid zu tun und zu sagen, ach, das gibt eh nichts mit mir. Ich bleibe immer alleine. Ja, weißt du, nur das artet dann auch teilweise in Aggression aus. Also ich habe mir letztens zum Weihnachtsmänner gekauft und habe dann auf jeden von diesen Weihnachtsmännern einmal draufgetreten. Das ist nicht so schön für die Weihnachtsmänner. Ja, schon, nur das hat mich mir ganz einfach so die Aggression genommen, einfach auf diesen Weihnachtsmännern rumzutrampeln. Ja. Pass mal auf, vielleicht haben wir noch irgendeinen guten psychologischen Trick für die nächste Zeit parat. Das heißt, meine Psychologin, da würden wir dich gerne nochmal anrufen. Sollen wir es so machen? Ja, können wir machen. Ja, siehst du, jetzt bist du wieder so ein bisschen distanziert. Nach dem Motto, ach, bleib mir mit deiner Psychologin, wer klappt ja auch nicht. Ne? So eine Haltung hast du ja. Ist nicht gut. Immer ausprobieren. Vielleicht kommt was rum, vielleicht kommt nichts dabei rum. Egal, aber man hat es ausprobiert. Du legst mal auf und wir rufen gleich wieder an. Ja, okay. Okay. Tschüss, Weihnachten. Tschüss, Daniela. Tschüss. Tschüss. Michelle, 22 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Hallo, Michelle. Ja, es geht halt einfach nur darum, ich habe halt Angst vor Nähe. Ich bin vor anderthalb Jahren von meinem Ex-Freund einmalig vergewaltigt worden, der mich auch geschlagen hat und von dem ich auch eine Fehlgeburt hatte. Und ich habe jetzt seit 3,5 Monaten habe ich halt eine neue Beziehung. Ja. Und ich habe halt immer wieder Angst, dass er mich nicht anfasst oder sowas, dass ich da irgendwie, sobald er mich irgendwie in den Arm nimmt oder sowas, dann kriege ich direkt Panik und weiche ihm aus und... Seit 3,5 Monaten, sagst du, ist die Beziehung. Habt ihr noch gar nicht miteinander geschlafen? Mhm. Wie weit geht die Nähe denn? Du sagst schon, bei einer Umarmung ist es dir unangenehm? Ja, also meistens ist es halt so, wenn er mich tagsüber so in den Arm nimmt. Wenn wir abends rausgehen oder sowas und dann Arm in Arm oder so, dann ist das kein Problem. Nur wenn wir dann halt abends im Bett liegen und er will dann halt einfach nur kuscheln. Ihm geht es ja noch nicht mal so um Geschlechtsverkehr oder so, sondern halt einfach nur, dass er mich halt einfach seine Nähe oder meine Nähe spürt. Ja, und dann weiche ich ihm direkt aus und auch, nee, ich will schlafen und... Ich habe halt Angst davor. Diese schlimme Sache ist vor anderthalb Jahren passiert. Mhm. Du sagst eine einmalige Vergewaltigung. Ja. War es eine sehr schlimme und sehr brutale Vergewaltigung? Vergewaltigung ist immer schlimm, immer brutal, ich weiß.
aber wenn du magst, kannst du es vielleicht mir kurz beschreiben, wie es passiert ist. Also ich bin von der Vergewaltigung bin ich halt auch entjungfert worden. Ich war halt da auch noch Jungfrau gewesen. Und weil ich mir eigentlich mit Sex eigentlich Zeit lassen wollte. Aber das war doch dein Freund, der dich vergewaltigt hat. Ja. Das heißt, das hat er am Anfang der Beziehung gemacht? Ja. Ja. Also wir waren, wie gesagt, wir waren insgesamt, waren wir gute 7, 8 Monate zusammen. Ja. Und der erste Monat, der war total wunderbar und er wusste halt auch, dass ich Jungfrau bin. Mhm. Und er hat halt auch gesagt, dass er mir halt Zeit gibt, die Zeit, die ich halt auch brauche und alles. Ja. Und ja, und dann nach einem Monat hat er dann das erste Mal mich geschlagen. Mhm. Und ich hatte dann halt auch mit meiner kompletten Familie keinen Kontakt mehr gehabt, weil ich mich halt total komplett von denen distanziert hatte. Mhm. Und ja, und irgendwann Nach wie vielen Monaten ist es dann zu dieser Vergewaltigung gekommen? Nach zweieinhalb Monaten ungefähr. Und das ist bei dir, bei ihm passiert? Oder drauf? Bei mir zu Hause. Hat er dich hattest du richtig Todesangst währenddessen? Ja. Hat er dir das sogar auch angedroht, dich zu erwürgen oder irgendetwas zu machen? Nein, das hat er mir nicht angedroht. Er hat mich halt nur brutal festgehalten, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ja, und hat mich halt auch ins Gesicht, hat mir auch halt ins Gesicht geschlagen und alles vorher. Und dann hat er mich halt aufs Bett geworfen, hat mich brutal festgehalten, dass ich mich halt wirklich nicht wehren konnte und ist dann einfach in mich eingedrungen. So, das war dein erster Geschlechtsverkehr quasi. Ja. Und davon bist du schwanger geworden auch? Davon bin ich direkt schwanger geworden, ja. Wie ist er damit umgegangen, dass du schwanger geworden bist? Ich habe das erst im vierten Monat erfahren, dass ich schwanger bin. Mhm. Und ich hatte es ihm als erstes noch gar nicht gesagt, weil ich halt Angst vor seiner Reaktion hatte. Nur irgendwann kann man es halt nicht mehr verbergen. Und an dem Tag war ich im sechsten Monat schwanger, da habe ich ihm das dann gesagt. Und dann hat er dann halt mich so lange geschlagen, bis ich halt das Kind verloren hatte im sechsten Monat. Das heißt, dieser Mann hat eine schwere Vergewaltigung zu verantworten. Ja. Und er hat dir dann auch noch das Kind aus dem Leib herausgeschlagen, quasi. Ja, genau. Du warst mit dem Mann nach der Vergewaltigung dann ja auch noch zusammen eine ganze Zeit. Ja, weil ich halt Angst hatte, mich von ihm zu trennen, weil ich halt wirklich ganz alleine da gestanden habe. Hast du ihn denn, nachdem die zweite schwere Brutalität passiert ist, hast du ihn angezeigt? Ja. Und was ist daraus geworden? Der hat 4 Jahre gekriegt. Mhm. Ohne Bewährung. Ohne Bewährung. Ja. Hat er die Tat gestanden? Die ganze Zeit hat er das abgestritten. Er hat mich eigentlich, ich stand vor Gericht halt nicht vor als Opfer, sondern als Täter. So hat er mich halt dargestellt. Mhm. Aber dennoch hat er 4 Jahre ohne Bewährung bekommen. Ja, weil man mir das halt angesehen hat. Ja. Hast du denn nach diesen schweren Vorfällen, hast du eine psychologische Betreuung gehabt, eine Therapie gemacht? Ja, ich war 3 Monate in Therapie gewesen, habe diese Therapie aber von alleine abgebrochen, weil ich halt einfach nicht mehr konnte. Ich konnte wirklich nicht mehr. Ich habe an Selbstmord gedacht. Ja. Dann ist das Problem natürlich, du sagtest gerade am Anfang, so fing das Gespräch ja an, ich ertrage keine Nähe und nun habe ich wieder einen neuen Partner gefunden und kann aber nicht mal eine Umarmung richtig ertragen. Richtig. Ich vermute ja, dass das ohne eine erneute professionelle Hilfe gar nicht zu bewerkstelligen ist deinerseits, dass du diese Nähe wieder schaffen wirst können. Hm. Ich will jetzt nicht hetzen, aber die Sendung geht hier, zu Ende. Ja, ich weiß. Und unser Gespräch können wir jetzt auf dem Sender nicht fortführen. Ich möchte aber, dass wir weiterreden. Das heißt, du legst auf und wir rufen gleich wieder an. Denn es gibt noch eine ganze Menge zu reden, finde ich. Ja, ist okay. So machen wir es mit Michelle. Alles Gute. Ja, bis gleich, tschüss. Jo, bis gleich, tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute Nacht in der Technik Malte E-Mails. Morgen unsere letzte Sendung vor der Weihnachtspause. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit einer freien Themennacht. Ich wünsche euch eine schöne Nacht, eine gute Nacht und sag bis morgen. Bye, bye.